Ich verspreche, das sind gerade Freudentränen. Mama, wo fahren wir hin? Wir fahren zu Nala. Wer ist Nala? Nala ist ein Mops, der ist jetzt einen Monat alt. Und was willst du bei einem Mops? Hol ich irgendwann nach Hause. Glaube ich. Du? Ja, ich habe mich entschieden. Ja, was? Das heißt, du kriegst jetzt auch ein Mops-Baby? Ja. 28.06. geboren und wenn wir jetzt heute hingehen, dann ist sie jetzt 4 Wochen alt ungefähr. Schön. Und da fahren wir jetzt hin. Und dürfen wir jetzt rein? Ich bin gespannt. Ja. Wir parken jetzt. Geht's noch weiter? Ja. Wenn man nervös ist, dann kann man nicht mehr fahren. Aber es ist okay. Ja, los. Ah, 170 Meter noch. Oh, guck mal, da kann man auch noch fahren. Das macht die Nervosität. Ich wäre auch gelaufen. Genau, Emma ist jetzt im Hotelzimmer gerade. Und im Bett versteckt. Aber das habt ihr ja gesehen. Ja. Bett versteckt. Mama, guck mal. Hallo, kleine Nala. Ein nacktes Bäumchen hat da jemand. Auch ein kleiner Spatze. Und da ist der andere Wurf nochmal. Alles super niedlich. Kann man sich hier ganz, ganz, ganz süß. Und da sind die anderen Spatzel alle. Die anderen sind genauso bunt. Und überall verteilt. Hier haben wir, ist die Alice. Die ist auch ganz süß. Die hatte ich gerade eine Stunde bei mir auf dem Schoß. Und die Chihuahuas. Und ja. Ihr Lieben, wir sind ja jetzt gerade von der kleinen Nala wieder ins Hotel gekommen. Wir haben gerade eben noch was gesnackt. Das werdet ihr aber ja gesehen haben. Und ja, wir haben uns eben, bevor wir gefahren sind, auch nochmal verabredet, denn die liebe Züchterin sagte, dass wir gerne jederzeit wiederkommen können und bis zum Abholtermin sind es aktuell noch so 4-5 Wochen und Emma hat ihre Zahn-OP in knapp 2 Wochen, 2,5 Wochen und deshalb würden wir versuchen, ob wir es vielleicht vorher nochmal schaffen, nochmal herzukommen, genau. Vielleicht nehme ich ihn jetzt dann ja auch mit. Mal gucken. Ich habe mich zumindest auch verliebt in die eine. Aber es war eine von den Mamas, also unverkäuflich. Aber wer weiß, vielleicht kriegt die ja auch nochmal Babys. Ich weiß noch nicht, ob Emma lieber Einzelkind liebe oder nicht. Aber es sind so, 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 so süße Babys und Welpen. Und ja, die Züchterin war einfach super, super schön. Und also, die hat das super schön alles gemacht und man sieht, dass sie ihr komplettes Herzblut da reinsteckt und dass sie da drin einfach aufgeht. Ihre Hunde waren absolut tiefenentspannt. So entspannt habe ich Emma noch nie gesehen, wie diese Hunde waren und wir hatten, ich glaube, ja, ich weiß nicht, wie viele Hunde waren da, Mama? 20? Keine Ahnung. An die 20 drei, Hunde? Drei Welpenwürfe. Genau, 3 Würfe und noch kleine und es war richtig, richtig süß und ja, wir freuen uns einfach, die dann ganz, ganz bald wiederzusehen. Und jetzt müssen wir uns aber erstmal um den großen Stinker wieder kümmern. Schatz? Nein. Wen hast du da? Ganz viele süße Hunde. Ja, und wer ist das auf deinem Schoß? Ein Welpe. Du hast doch Namen gegeben. Faith? Beide Faith. Das ist auch Faith. Bist du abgeknutscht? Hallo! Hallo! Tschüss! Wir sind gerade wieder, ich guck mal auf die Uhr, 4 Stunden knapp, 3,5.
bei den kleinen Welpen gewesen. Ja. Und zwar richtig süß. Und die haben sich entwickelt in einer Woche. Wahnsinn. Das war richtig toll. Also das, was sie letzte Woche erst recht noch gar nicht kannten oder konnten, konnten sie jetzt schon richtig gut zum Teil. Richtig toll. Und schon klettern und springen. Und Wahnsinn. Ja. Und bis zum Abholen sind es jetzt noch 2 Wochen knapp. 2 Wochen und 2 Tage, genau. Ja. Und dann darf die kleine Nala einziehen. Richtig. Und nicht nur die kleine Nala. Jetzt sind wir nur noch am Raten und Rätseln, was wir für einen Namen geben. Wir müssen uns entscheiden. Ja. Und morgen steht nochmal ein wichtiger Arzttermin von Emma an. Genau. Und die hat nämlich heute die ganzen Welpen auch alle kennengelernt. Genau, und die sitzt jetzt hinten mit Mama. Ist total erschöpft und platt. Es waren so viele Eindrücke für sie. Ja, aber sie hat das richtig gut mitgemacht. Ja, richtig. Also wir hatten gemischte Gefühle, weil wir wussten, dass es eventuell problematisch werden könnte. Mit Eifersucht. Mit Eifersucht und bellen. Und überwältigt sein. Und knurren und wegbeißen oder was auch immer. Hätte ja alles passieren können, theoretisch. Aber war nicht. War überhaupt nicht. Sie war richtig gut drauf. Ja. Gespielt hat sie nicht, das war ja alles nicht so ganz geheuer mit so ganz vielen Kleinen, aber... So kleine Nerven dann ja auch, genau, ne? Genau, genau. Aber sie hat sich richtig gut geschlagen. Ja. Und genau, wenn morgen der Arzttermin von Emma gut läuft und da nichts Böses bei rauskommt, ich habe euch ja schon mal erzählt, dass das alles so ein bisschen schwierig ist, dann steht dem nichts mehr im Wege, ne? Ja. Ein weiteres Familienmitglied. Dann sind wir anstatt zu 4 beim nächsten Mal zu 6. Das wird ein Trubel. Oh, 3 kleine Hunde, das wird noch was. Aber wir machen das, ne Mama? Ja, wir rocken das. Willst du Nala immer noch? Jo. Sicher? Klar, heute noch mehr als vorher. Bist du stolz auf die Kleine? Jo, ist ein Eckenschläfer, ne? Die passt in die kleinste Lücke. Und sie ist auch relativ lütt. Ja. Komisch. Komisch. Passt. Woher kommt das wohl? Ja. Dafür haben wir einen absoluten Schläfer und das passt total zu uns. Nicht, weil wir so viel schlafen, sondern weil Emma natürlich naja, auch schon. Wir sind auch schon echt gute Schläfer. Ja, aber wir sind, nein, wir ruhen oder ja, sitzen auf dem Sofa zum Arbeiten. Also nicht nur schlafen, sondern nein, dass wir nicht jetzt Sportskanonen es war kein Wirbelwind vom Herrn sind. Genau. Und auch mit Emma, weil die auch schon jetzt 8 wird, nächste Woche, genau, ja, ist es natürlich gut, wenn die Kleine nicht nur auf 180 ist. Richtig. Aber ich glaube, das passt richtig gut. Ich glaube auch. Wir freuen uns. Ja. So, ihr Lieben. Wir sind gerade dabei, die Wohnung aufzuhübschen. Denn wir haben das natürlich nicht alles nur gemacht und Teppich hin und her und so, weil wir das so gerne wollen, sondern weil wir das jetzt alles babysicher machen wollen. Gell? Ja, ja. Mit dem Staubsauger. Damit saugst du den Hund weg. Genau. Das heißt, wir müssen die Kabel alle mal verstecken und Kabelkanäle wollte ich jetzt bauen. Dann haben wir jetzt einen Teppich gekauft, der voll gepiescht werden darf, weil natürlich am Anfang noch nicht alles ganz optimal klappt. Das ist der blaue, den werde ich heute oder morgen verlegen. Das habt ihr alles schon im Vlog gesehen, das war der andere. So, jetzt war der Akku leer, also zurück in den Flur. Was ich sagen wollte, in dem alten Vlog oder in dem bisherigen Vlog habt ihr gesehen, wie wir das ausgetauscht haben. Und jetzt, wie gesagt, ist Nils dabei, hier hinten schon mal die ganze Technikabteilung babysicher zu machen, denn ihr ahnt gar nicht, an alle Nicht-Hundebesitzer, wo Welpen überall drankommen, wenn sie es nicht sollen. Und wie sehr sie sich bemühen, an Dinge dranzukommen, an die sie nicht ran dürfen. Nicht wahr, Prinzessin? Hast du manchmal auch Sachen gemacht, als du klein warst, die du nicht durftest? Ah, ne? Da vorne liegt sie. Meine Raufbeutel. Ne, du bist diese Woche 8 Jahre alt geworden, ne? 8 Jahre. Ganz schön groß. So lange ist das auch alles schon her. Wie gesagt, Nils macht das. Wir haben auch noch aus der Babyabteilung Steckdosenschutz gekauft und. Das werdet ihr aber alles in dem nächsten Video sehen. Ich glaube, es kommt als nächstes. Denn wir werden morgen für euch noch eine Welpen-Erstausstattung drehen. Also sprich, das, was man wirklich braucht. Und das, was eigentlich nur just for fun ist oder nice to have. Oder aber, was sich die kaufen, die schon einen Ersthund haben und gemerkt haben, dass sie es brauchen. Und ja, genau, hier seht ihr im Hintergrund schon die ganzen Sachen, die wir gleich schon mal gucken, wohin und auspacken und mal ausprobieren oder so. Das seht ihr dann alles noch. Guten Morgen.
Heute ist er da, der, wie Martin Rütter sagen würde, der WWA, der Weltwelpenabholter. es ist irre früh, ich glaube, es ist mittlerweile 6 Uhr oder kurz nach 6. Eigentlich wollten wir um 6 Uhr losstarten. Wir fahren wieder knappe 4 Stunden plus Berufsverkehr. Komm jetzt aber mal wieder nicht pünktlich los. Ich habe eben auch noch einmal Haare gewaschen, die muss ich gleich einmal noch föhnen. Jetzt hat noch geduscht. Wir packen die Sachen zusammen. Wir haben jetzt hier gestern Abend die Wohnung auch nochmal babysicher gemacht, welpensicher, mit Steckdosenschutz und nochmal durchgesaugt, dass keine Flusen mehr irgendwo liegen, die man super schön essen kann und und. Und im Hintergrund, wo denn? Irgendwo. Hier. Genau, liegt meine Decke, denn ich werde heute Nacht von ihr jetzt ausquartiert. Er schläft oben in unserem Bett und ich schlafe mit meiner Mama unten auf dem Sofa, damit der Weg nach draußen für die Nacht nicht so lang ist. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal diese Haare trocknen. Und dann bringen wir Emma zu meiner Oma, damit sie da noch einen schönen Tag hat. Und dann fahren wir los. WWA. Morgen. Guten Morgen. Na, wach? Ja, super! Mama hat noch ihr Nachthemd an. Du siehst aus, als wolltest du gleich losfahren. Wir wollten um 6 los. Wie spät? 6:10. Emma, bist du denn schon wach? Emma, freust du dich auf deine Geschwisterchen, die wir heute abholen? Mene. Und wenn das ein bisschen später losginge, wäre es noch schöner. Emma, wie heiß sind die denn, die heute einziehen? Sag mal. Weißt du nicht? Müssen wir erst angucken, wie die heißen, ne? Vielleicht sagen die dir das auch, wie sie heißen. Dann verraten wir euch das auch noch nicht, oder? Nee. Nee, Mama? Nee. Dann müsst ihr leider abwarten. Und ich sehe, hier wird gefrühstückt. Ich kann euch noch was zeigen. Der Wecker schlechthin. Okay, mittlerweile ist es nur noch ein halber Schneckenwecker. Das zweite Auge ist ab. Horror! So einen lauten Wecker hatte ich in der Kindheit. Das ist mein... Süß, oder? Aber damit bist du wach. Mhm. Versprochen. Oder mit dem Kaffee. Angeber. Meine Prinzessin. Meine erstgeborene Prinzessin. Sag tschüss, Daddy! Tschüss! Und der Dicke bleibt hier! Warte, jetzt noch nasse Füßchen, wollen wir die nochmal abputzen? Wenn wir wiederkommen, ist sie kein Einzelkind mehr. Vielleicht kommt Mama auch gar nicht wieder, vielleicht bleibt sie da. Nein, warum Füße abputzen? Meine Oma hat gebeten, dass wir doch die Füße sauber machen, damit sie gleich nochmal mit ins Bett nehmen kann, dass sie hier nicht einmal durch den Rasen durchläuft. Ist das eine ganze Gesichtsmaske? Die ist selbst mir zu groß, aber ich habe sie hier schnell in die Hand gedrückt. Sieht man nicht überhaupt? Oh, die Brille versteht dich aber. Ich kriege auch keine Luft. Und man versteht dich etwas schwer. Es schaut sich immer so. Herrlich. Oh, Leute, wir haben Spaß. Aber so langsam wird es ernst, denn es ist die letzte Tankstelle im Ort, bevor wir gleich... Möchtest du die nicht länger aufpassen? Nicht länger als nötig. Bevor wir gleich zu den Tambaubis fahren. Ja. Ich glaube, das Navi hat gesagt, noch 5 Minuten oder so. Es ist mittlerweile 10:30. Also wir sind gut durchgekommen. Knappe 4 Stunden sind wir gefahren. Ich durfte diesmal hinten sitzen, mich ein bisschen entspannen. Weil du heute Nacht nicht geschlafen hast vor Aufregung. Nee, nicht vor Aufregung. Naja, ja, ich ja. Ich wurde ja wach gehalten. Ja, 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 alles ja. Ausreden.
eigentlich vor Aufregung. Das schneidet er nachher raus. Nein. Ja, und jetzt sind wir alle. Also, ich habe schweißnasse, kalte Hände. Und du schaffst, du bist tiefenentspannt wie immer. Jo. Ich bin vielleicht ein bisschen ruhiger als die letzte Fahrt. Also, sie sagt eigentlich seit einer Stunde gar nichts mehr. Das ist auch schon ein Zeichen. Ja, warum wollten die drauf? Hey. Mama? Ich hätte viel mehr gedacht. Zeig mir deine kleine Nala mal. Nala fährt jetzt nach Hause. Wir haben es jetzt bis ins Auto geschafft. Und schaut mal, wen wir hier haben. Oh. Die helle, das ist unsere. Und die dunklere, die beigefarbene. Ja, du darfst. Das ist die von meiner Mama. Und wir sind jetzt Hundebesitzer. Glaubt ihr das? Nochmal. Nach Emma. Vorsicht, Faye, Mausi. Vorsichtig. Hier wird schon geturnt. Wir müssen mal gucken, ob wir sie jetzt gleich auf den Schoß nehmen lieber. Oder hier in der Box lassen. Wir haben aber noch Handtuch für den Schiss. Ja. Die Züchterin sagte, sie machen gerne. Sie lösen sich sehr gerne im Auto. Deshalb sind wir gut vorbereitet. Und ich glaube, hier wird gerade noch erkundet und geturnt. Ne Mäusekind. Jetzt sind wir gespannt, was Emma nachher sagt. So, jetzt geht das Welpentaxi ab Richtung Norden. Und hinten wird schon wahnsinnig gekuschelt. Nochmal hier. Wir haben gerade das erste Mal das Geschirr angezogen. Ja, das süße, hübsche Geschirr. So ein Geschirr. Und da ist Nala. Da ist Nala. Nala ist noch gemixt. Nala wird eigentlich eine Rote. Eine Rote? Eigentlich eine Rote, aber das Lila war schneller an, ne? Genau. Das Lila war schneller an. Und jetzt wollen wir mal gucken, ne? Jetzt wird gepischert. Einer hat nämlich gerade im Auto gepischert. Mit Pischern. Rasen kennen sie ja noch nicht so, ne? Nee, Rasen nicht und Geschirr kennen sie auch noch nicht. Das ist auch komisch. Ja. Das ist komisch, ne? Alter, auf dich kommt eine große Aufgabe. Ja. Zusammenführung, Familienzusammenführung. Ich bin bereit. Dann ab. Wir gucken von hinten. Ich verspreche, das sind gerade Freudentränen. Ihr ahnt gar nicht, was für ein Stress und Chaos das irgendwie die letzten 2-3 Wochen war, die ganze Zeit. Plan C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, und Y, Z. Oh, es ist einfach gerade Stress, der abfällt und Druck und... Es hat funktioniert. Die spielen zusammen. Emma spielt mit den Kleinen. Und wir dachten, es, also im schlimmsten Fall wäre es hier in eine Beißerei gekommen, weil Emma vielleicht jetzt so eifersüchtig ist als Einzelhund, dass sie damit nicht zurechtkommt. Aber ich habe die Maus völlig unterschätzt. Sie ist der Knaller. Ich bin so stolz gerade. Wir sind satt. Wir sind satt. Die Pizza kam endlich. Genau. Und alle haben gefressen. Also ja, wir. Wir haben gefressen. Und die Welpen. Emma nicht. Nein, ein bisschen Pizza. Emma hat ein bisschen Pizza gegessen. Aber und keine Sorge. Nein, kein Standard. Genau. Ja. Und die Welpen. Ganz schön platt. Genau, die Welpen haben gerade beide eine Knabberstange, so Kälberblasen. Die finden die ganz geil.
Langsam ist hier so ein bisschen Ruhe eingekehrt. Man merkt, Emma hat sich auch beruhigt. Genau. Das ist ganz, ganz gut, dass es jetzt alles ein bisschen ruhiger wird und zur Nacht. Und jetzt überlegen wir gerade, wie wir das machen. Wer wo schläft, wie wir die Stuben reinkriegen wollen. Weil wir müssen gleich damit anfangen. Da gibt es ja auch tausend Methoden. Und ich denke, da gibt es für jeden so seine passende Methode. Und ja, wie wir das machen, können wir euch ja einfach mal erzählen, wenn wir fertig sind, weil wir uns schon festgelegt haben. Genau, ob es klappt. Wir versuchen das so, wie wir es bei Emma mal gemacht haben. Und, aber es gibt so viele Varianten. Aber um da irgendwie nicht jetzt 20 Meinungen zu provozieren. Genau, zu dem, wie wir es machen, wie es halt bei der Erziehung ist, sei es Kinder- oder Hundeerziehung. Am Schluss fragt man 10 Leute und hat 11 Meinungen. Genau. Ja, deshalb machen wir es einfach so und erzählen es euch, wenn es geklappt hat. Genau. Genau. Aber jetzt geht der Abend weiter. Genau. Was sagtest du gerade? Mama sagte in der Sekunde, naja, die werden sich doch nicht in ihre Toilette zum Schlafen hinlegen. Und dann haben wir Nala angeguckt. Faye ist ja bloß in ihrer Toilette, ne? Das ist ja ein Unterschied. Es ist der Morgen nach den ersten 2 Nächten zu Hause. Ja. Und wir hätten nie uns träumen lassen, dass es so aussehen würde. Ja. Auch wenn sie noch nicht richtig zusammen spielen, also Faye spielt schon mit ihr, Emma noch nicht. Aber das verraten wir Faye nicht, dass Emma noch nicht mitspielt, oder? Nein. Das kommt wird noch. Sie beobachten sich ganz viel und sie haben sogar im selben Zimmer gegessen. Und wir dachten, da gibt es Mord und Totschlag. Vor allem hätten wir gedacht, das geht vielleicht in einem halben Jahr erst oder so. Frühestens. Und wir haben es einfach ausprobiert, weil Emma sich so toll verhält. Sie hat seit gestern Faye an ihren Napf gelassen. Und da darf niemand dran. Da darf normalerweise niemand dran, außer uns. Ja? Genau, wir beide dürfen daran, aber sobald ein anderer Hund rangehen würde, selbst ihre alten Freunde aus der Heimat, genau, die dürften da auch nicht ran. Und Faye durfte da ran. Und das Allerwichtigste, Emma hat ja ein Lieblingsspielzeug. Und selbst da darf sie ran. Und selbst da durfte Faye ran. Und das hätte und das ohne schlechtes Gefühl. Ohne, dass sie geknurrt wurde oder irgendwas. Sie hat es nur beobachtet und hat es einfach gelassen, ist okay. Und das ist so was, und jetzt liegen die beiden ganz friedlich nebeneinander. Und das hätten wir überhaupt nicht gedacht. Wir haben echt mit dem Schlimmsten gerechnet. Wir haben, weil es muss halt nicht funktionieren. Ne? Und wir haben uns das erhofft, dass es schnell irgendwie ruhig wird und dass es funktioniert. Und jetzt sind auch so, kommen die nächsten Tage erst so, wo es ruhig wird hier bei uns. Wir haben ganz viel Trubel gehabt die letzten Tage, natürlich durch das Abholen. Und wir waren bei Family, mein Vater hat nochmal Geburtstag nachgefeiert und da konnten wir die beiden natürlich nicht alleine hier zu Hause lassen. Das heißt, sie waren auch mit und die Kleine hat schon alle kennengelernt und macht das so toll. Das ist einfach so toll, weil auch Faye das ganz, ganz toll macht. Ja. Also die beiden machen das richtig, richtig toll. Und sie fordert gerade Emma wieder zum Spielen auf. Und es ist so schön zu sehen. Und es wäre das, was wir uns erhofft haben, dass die beiden, ja, dass Emma auch endlich mal hier wieder Hunde hat, mit denen sie irgendwie kommunizieren kann und alles. Und Emma hat ja kein Herz aus Stein. Ich krieg auch eine Gänsehaut. Süß. Aber ihr habt gesehen, hier ist das Chaos ausgebrochen, denn ich schlafe gerade mit den Hunden auf der Couch, beziehungsweise die kleine Motte sogar im Karton die ersten Tage. Genau, netterweise hat gerade Laura das übernommen, die Nachtwache sozusagen. Ich versuche sie dann früh morgens, wenn so früh wie es geht, irgendwie abzulösen. Und, aber es klappt alles wunderbar. Es klappt alles wunderbar. Die vielleicht kriegen wir das ja noch eingefangen. Emma, hinsetzen. Hey, komm. Hey, super, super. Und wieder runter. Runter. Das. Bing. Wee, super. Wir beide werden jetzt mit den Hunden zusammen, mit unseren Hunden, Plural, werden jetzt den Tag genießen und hier bisschen Ruhe reinkommen lassen und schauen dann, dass wir in den nächsten Tagen wieder für euch mitfilmen können. Und wir hoffen, dass euch unsere kleine Überraschung gefallen hat, denn was wir euch ja, glaube ich, gar nicht so stark gezeigt haben in diesem Video, ist unseren großen Zwiespalt. Wir haben wirklich eine Woche lang hin und her überlegt, ja, nein, vielleicht, warum. Haben mit Hundetrainern gesprochen, waren schon sogar einmal in der Hundeschule mit Emma, um mal eine Einzelstunde zu haben und uns Ratschläge reinzuholen. Was können wir alles tun, damit es gut wird?
Und genau, jetzt. Und jetzt spielen sie gerade schon wieder zusammen, wenn ich die Kamera wegnehme. Das ist echt süß. Genau, und uns ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, weil es natürlich, wie gesagt, auch hätte in die andere Richtung gehen können. Genau, aber auch für dann hätten wir einen Plan B gehabt. Genau. Und, der wäre nicht das Tierheim gewesen. Nein, versprochen, sie wäre nicht weggekommen. Und Plan C und D hatten wir auch schon. Genau. Diesmal ja. Also es ist alles wunderbar und ja, jetzt haben wir zwei Hunde. Ja. Emma und Faye. Faye, die kleine Fleckchen. Ja, Emma hat auch gerade nochmal geguckt. Du bist auch hier. Emma ist auch hier. So, und jetzt haben wir Frühstückhunger, denn wir sind jetzt auch schon wieder eine Weile wach. Genau. Und wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video und dann bitte nicht mehr mit einer neuen Überraschung. Erstmal Ruhe einkehren lassen. Genau, jetzt kommt erstmal wieder ein bisschen Ruhe. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.